Heute in der Sendung. Unter dem Motto Mach dich safe lädt die Jugendberufsagentur zum Impfen ohne Termin ein. Außerdem, die Corona-Politik polarisiert. Wir sprechen darüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die Impfquote in der Region Hannover soll weiter erhöht werden. Darauf haben sich VertreterInnen der Region auf einem Impfgipfel im November geeinigt. Doch wie können junge Menschen überzeugt werden, einen Impftermin zu vereinbaren? Ein Versuch hat jetzt die Jugendberufsagentur gestartet. Unter dem Motto Mach dich safe hat sie Jugendliche eingeladen, sich ohne Termin impfen zu lassen und im Anschluss Unterstützung bei der Berufswahl zu bekommen. Kaspar Weist berichtet. Bewerbungsfoto für Geschäftsführung Lidl. Chefin von Lidl Deutschland. Juhu! Hier wird beides gern gesehen. Die Bewerbungsmappe und der Impfausweis. Die Jugendberufsagentur hat Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen, berufliche Beratung und Impfschutz zu verbinden. Interessierte konnten ihre Bewerbungsmappen mitbringen, kostenlose Bewerbungsfotos machen lassen und im Anschluss ohne Termin eine Impfung erhalten. Das Angebot soll Jugendliche während der Pandemie unterstützen, so Heike Döpke, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Hannover. Wir wollen aber das Ganze miteinander verknüpfen, weil der Einstieg ins Berufsleben in einer Ausbildung gerade in der jetzigen Corona-Situation halt besser gelingt, wenn auch die Schülerinnen und Schüler oder die Jugendlichen, die in Ausbildung gehen, einen Impfschutz haben. Mittendrin Regionspräsident Steffen Krach. Er stattete der Jugendberufsagentur einen Besuch ab, wenn auch ohne Bewerbungsmappe. Wichtig für die Impfkampagne seien Anlaufstellen auch abseits des großen Impfzentrums. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir zu den Menschen verstärkt hingehen müssen und sie abholen müssen, da wo die Menschen sind. Und zum Beispiel ist das hier bei der Jugendberufsagentur der Fall. Hier sind viele junge Menschen und die wollen wir erreichen. Die wollen wir da ermutigen, sich impfen zu lassen, weil es der beste Schutz ist. Insgesamt 9000 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren haben das Jobcenter und die Agentur für Arbeit eingeladen. Neben Bewerbungstipps und Impfangebot konnten sie sich über zahlreiche Ausbildungsberufe informieren. Jugendliche für ihre berufliche Zukunft zu begeistern, sei nicht immer leicht, so Jobcenter-Geschäftsführer Michael Stier. Wir sind Jugendliche. In einem gewissen Alter, 15, 16, 17, 18, ist die berufliche Perspektive noch nicht so vorhanden. Deswegen waren wir lieber in Freizeitheimen vor Pandemie unterwegs. Wir wollen auch wieder hin, weil wir wollen sie da eigentlich mit ins Gespräch kommen, wo sie eigentlich tagtäglich sind, in ihrer Atmosphäre, weil dann haben wir einen besseren Zugang zu den Menschen. Eine niedrigschwellige Anlaufstelle bieten, das ist das Ziel der Jugendberufsagentur. Jugendliche sollen unkompliziert Hilfe bekommen, ohne vorab Zuständigkeiten klären zu müssen. So ein junger Mensch kann zu uns kommen, kann Fragen zu Schulden, zu Unterkünften, zu Finanzierungsmöglichkeiten, aber auch die ganz einfache Frage, was kann ich mal werden, was für Berufe gibt es, was für offene Ausbildungsstellen gibt es. Es ist, glaube ich, ein gutes Portfolio an Möglichkeiten, um Jugendliche zu unterstützen bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Geimpft wurden zum Ende des Tages immerhin 59 junge Menschen. Auch nach der Impfaktion bietet die Jugendberufsagentur Beratungsgespräche vor Ort an, während der Pandemie, aber mit vorheriger Vereinbarung. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Nachrichten aus Hannover. Leuchtturmbetriebe in turbulenten Zeiten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in der Region Hannover zertifiziert seit 2020 Betriebe, die sich besonders für die Nachwuchsförderung engagieren. Ein wichtiges Signal für die Branche, die seit der Corona-Pandemie unter Umsatzrückgängen und einer angespannten Ausbildungssituation leidet. 6 Häuser haben die Auszeichnung bisher erhalten. So auch das Sehender Parkhotel Bilm im Glück und das Hoflokal am Hannoverschen Zoo. Die Betriebe haben die DEHOGAR dabei mit einer besonders praxisnahen, vielfältigen und weit gefächerten Ausbildung überzeugt. Schreckmoment in Laatzen. Am Sonntagnachmittag wurde die Ortsfeuerwehr zu einem Brand in den Ortsteil Gleidingen gerufen. Der Grund? Die BewohnerInnen einer Doppelhaushälfte in der Nordstraße hatten gegen 15.30 Uhr einen Vorfall in ihrer Garage gemeldet. Mit Atemschutzmasken rückten die Retter an und konnten die Flammen schnell löschen. Um 15.50 Uhr meldete die Feuerwehr Feuer aus. Auch ein Rettungswagen war vor Ort.
Die Besatzung brauchte allerdings nicht einzugreifen. Es entstand nur ein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen reißen nicht ab. Mein Kollege Florian Euler hat sich darüber mit der SPD-Innenexpertin Wiebke Osikus unterhalten. Nicht alle sind mit der aktuellen Corona-Politik zufrieden. Immer wieder gibt es Demonstrationen. Friedlich bleiben diese Proteste aber schon längst nicht mehr. Immer wieder kommt es zu Attacken auf die Polizei. Zugeschaltet zu diesem Thema ist nun die Sprecherin für Verfassungsschutz der niedersächsischen SPD-Fraktion, Wiebke Osikus. Guten Tag, Frau Osikus. Hallo, ich grüße Sie. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht haben in den letzten Wochen sich radikalisiert. Wie kommt das? Ja, die Impfpflicht bzw. auch die Corona-Situation führt ja dazu, dass sich Menschen ihre Meinung bilden, dass sie eingeschränkt werden in ihren Rechten, um halt diese Pandemie sozusagen in den Griff zu bekommen. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich so, dass die eine Seite quasi zufrieden ist oder mehr möchte und die andere Seite sich sozusagen dagegen zur Wehr setzen möchte bzw. sich Gehör verschafft. Und da ist natürlich Protest erstmal grundsätzlich eine Möglichkeit auch des politischen Diskurses. Das ist auch auf den Straßen völlig legitim, sozusagen im Rahmen des Versammlungsrechts. Und so ist es gekommen. Ja, auf den Demonstrationen kommt es ja auch immer wieder zu Gewalt gegen Polizeibeamte. Wie kann denn das verhindert werden? Also Gewalt gegen Polizeibeamte ist ja letztendlich auch ein Stück weit der Einstellung geschuldet desjenigen, der diese Gewalt verübt. Und wenn ich auf eine Demonstration gehe und meine Meinung kundtun möchte und auf mich Aufmerksamkeit machen möchte, ist es das eine. Wenn ich allerdings dann diese Demonstration als Plattform nutze, um sozusagen meinen persönlichen Frust oder Protest gegen Staat und Staatsorgane deutlich zu machen, dann ist das natürlich etwas, was so nicht geduldet wird und wo natürlich die Polizei auch einschreitet. Das ist unter keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen. Ja, ständig sieht man ja auf den Demonstrationen Menschen, die ja gegen die Corona-Regeln verstoßen. Sie tragen keine Maske, sie halten nicht den Abstand. Inwiefern sind denn diese Demonstrationen überhaupt gerechtfertigt? Das Versammlungsrecht deckt quasi die Versammlung friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn man eine Versammlung anmeldet und sich an die geltenden Regeln hält, ist dies auch kein Problem. Dann schützt die Polizei ja sogar quasi die freie Meinungsäußerung. In dem Moment, wo ich aber gegen Auflagen verstoße, in dem Moment, wo ich andere gefährde, muss ich meine Rechte quasi zurücknehmen als Demonstrant und werde damit eingeschränkt von den Ordnungsbehörden. Und da gibt es dann halt auch keine Rechtfertigung mehr, weder für Gewalt noch für Holocaust-Verherrlichungen oder dergleichen. Dann ist quasi Schluss mit lustig. Die radikale Impfgegnerszene ist ja vor allem in dem Messenger-Dienst Telegram aktiv und organisiert sich ja auch dort. Muss deshalb Telegram verboten werden? Also unser Innenminister Boris Pistorius hat dazu ja ein sehr klares Statement abgegeben und auch dieser Haltung, da steht natürlich die SPD-Landtagsfraktion geschlossen hinter. Es ist natürlich immer ein Stück weit eine Abwägung, wenn ich eine solche offene Plattform verbiete, ist letztendlich die Frage, ob ich das sozusagen in ein Dunkelfeld verschiebe. Es ist allerdings auch so, dass man sowas letztendlich auch nicht dulden kann. Es gilt ja im virtuellen Raum letztendlich dasselbe, wie es sozusagen in echt gilt. Und nur, dass es quasi da erstmal verdeckt und anonym ein Stück weit passieren kann. Aber da sind wir nicht gewillt, uns das anzuschauen, sondern da wollen wir schon das Licht anknipsen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch, Frau Osikus. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir bleiben bei Corona-Protesten. Auch in den vergangenen Tagen haben sich vielerorts Demonstrierende zusammengefunden. Das hält die Polizei auf Trab. Landespolizeidirektor Ralf Leopold ist bei mir heute zu Gast. Hallo, Herr Leopold. Schönen guten Tag, Frau Hubel. Auch in Hannover kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Protesten. Wie war die Situation zuletzt? Also aus meiner Sicht kann ich sagen, dass es landesweit und auch in Hannover insgesamt gesehen friedliche Demonstrationen waren. Wir haben allein in diesem Jahr schon 1430 Demonstrationen gehabt im Zusammenhang mit Corona. Das ist eine Riesenzahl. Und die sind im Wesentlichen aber friedlich verlaufen. Mhm. Frau Osikus, die Sprecherin für Verfassungsschutz der SPD-Fraktion, meint, der Frust der Corona-Maßnahmen dürfe sich nicht gegen die Polizei wenden. Häufig passiert aber genau das. Welche Erfahrungen machen denn die Beamtinnen vor Ort? Ja, auch da würde ich gerne mit dem Satz nochmal anfangen, dass wir grundsätzlich einen friedlichen Verlauf haben. Aber
Wir haben allein in diesem Jahr schon 116 Widerstände gehabt und 30 Kolleginnen und Kollegen wurden verletzt. Das macht vielleicht deutlich, dass es nicht nur verbalen Widerstand gab, sondern eben auch tatsächliche Körperverletzungen gegen unsere Kolleginnen und Kollegen. Und das ist natürlich was, was ich überhaupt nicht gutheißen kann. Da ist eine rote Linie überschritten. Das ist nicht zu akzeptieren und das ist auch fachlich durch nichts zu begründen, wenn Demonstranten sich an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vergehen. Wie geht denn die Polizei mit dieser besonderen Situation um? Aus meiner Sicht sehr, sehr besonnen. Also Sie sagen, es ist eine besondere Situation, das ist so. Allein die Anzahl 1430 Demonstrationen macht schon deutlich, dass die Bevölkerung bewegt ist mit diesem Thema Corona. Und sie ist auch unterschiedlich betroffen. Manche Menschen, da hängt vielleicht die Existenz an Corona-Maßnahmen dran, wenn man sich überlegt, dass die vielleicht ein Geschäft haben oder ein Kino oder sonst in einem Metier tätig sind, was unter Corona sehr stark leidet. Von daher ist also eine emotionale Befassung bei den Menschen schon nachvollziehbar. Und wir versuchen eben dieses Demonstrationsrecht allen gleich zu ermöglichen. Und da verlangt das von uns, dass wir besonnen sind, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich fachlich davon frei machen, in dieser Situation emotional zu reagieren. Wir müssen, jetzt sage ich es mal flapsig, cool bleiben. Wir müssen überlegen bleiben und müssen gucken, dass wir allen Menschen das Demonstrationsrecht gewährleisten. Das ist unsere Aufgabe und das gelingt uns in den allermeisten Fällen wirklich auch gut. Jetzt sagen Sie also, grundsätzlich sind die Demonstrationen aktuell eher friedlich, aber natürlich kann es trotzdem bei Demonstrationen immer wieder zu Regelverstößen kommen und auch die Schutzmaßnahmen werden nicht eingehalten. Können denn diese Schutzmaßnahmen überhaupt durchgesetzt werden? Die Schutzmaßnahmen können durchgesetzt werden, wenn auch nicht immer, sage ich mal. Bei 1430 Demonstrationen hatten wir jetzt 284 Straftaten und rund 4.500 Ordnungswidrigkeiten. Das zeigt schon, dass wir die Maßnahmen auch durchsetzen. Aber natürlich haben wir Demonstrationen von 3.000 bis ca. 3.000 Menschen gehabt. Und da gibt es auch immer Fälle, wo wir Maßnahmen nicht umsetzen konnten. Das kann kein Mensch garantieren. Das ist, glaube ich, aber auch nicht das Ziel. Das oberste Ziel ist, dass regelkonform demonstriert wird und dass das Demonstrationsrecht für alle ermöglicht wird, für alle, die eine Meinung dazu haben. Und nicht nur die Menschen, die gegen Corona-Maßnahmen sind, sondern eben auch für Menschen, die für Corona-Maßnahmen sind. Und diese Maßnahmen setzen wir dann schon konsequent durch, wenn wir merken, dass sich bewusst und willentlich darüber hinweggesetzt wird, über die Regelungen, die uns das Versammlungsgesetz und die Verfassung auch auferlegt. Wenn wir das feststellen, greifen wir konsequent durch. Und das haben wir jetzt auch in diesem Jahr und auch im letzten Jahr gemacht. Die Polizei bewegt sich ja immer zwischen Schutz des Versammlungsrechts und der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen. Welche Unterstützung wünscht sich denn die Polizei von Politik und auch von der Gesellschaft? Ja, also ich glaube, so nehme ich es wirklich wahr, von Politik haben wir große Unterstützung. Ich glaube, da sind sich alle Verantwortungsträger in der Politik einig, dass wir besonnen jetzt da agieren müssen. Sowohl bei den fachlichen Entscheidungen zu Corona, die aber nicht das Mitglied der Polizei sind, aber insbesondere auch bei der Frage der inneren Sicherheit im Zusammenhang mit Corona. Da haben wir eine breite Unterstützung von allen Seiten. Und wir haben auch, glaube ich, eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Das ist so. Der größte Teil der Bevölkerung hat sich impfen lassen. Das sind in Niedersachsen knapp 80% jetzt, auch mehrfach impfen lassen. Und die unterstützen auch die Arbeit der Polizei. Und es wirft immer ein bisschen ein falsches Bild, wenn in den Medien dann das erscheint, wo eine Demonstration unfriedlich wird, wo Geschrei ist. Das wird natürlich dargestellt und verzerrt aber ein bisschen das Bild. Also ich glaube, wir haben eine breite Unterstützung und wir brauchen auch weiterhin eine breite Unterstützung von der Politik, von der Bevölkerung, von jedem Einzelnen. Denn es geht um die Grundrechte, die jeder auch wahrnehmen will. Und nur die wollen wir ja auch schützen und verteidigen. Vielen Dank, Herr Leopold, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen auch, Vogel. Und zum Abschluss habe ich noch einen Veranstaltungshinweis. Über 2 Millionen Kinder in Deutschland leben mit alkoholkranken Eltern zusammen. In einer Aktionswoche vom 13. bis zum 19. Februar, die von mehreren Beratungsstellen veranstaltet wird, können Sie über Projekte informiert und beraten werden. Die Aktion richtet sich an Kinder aus suchtbelasteten Familien. Ein breites Bündnis führt das Projekt durch und engagiert sich in Arbeitskreisen, um für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einzustehen.
Aufgrund der Pandemie präsentieren die Beratungsstellen die Themen in diesem Jahr nur auf ihren Social-Media-Kanälen. Einige blenden wir Ihnen oben ein. Außerdem planen Sie einen Infostand am Steintorplatz am 16. Mai vom 14 bis 18 Uhr. Und das war's für heute mit 0511. Morgen begrüßen wir Sie wieder um 18.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut.